Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu 10 Minuten Gaming mit Alice Madness Returns. Ja, wir sind beim letzten Mal genau hier stehen geblieben und wir haben jetzt neue Gegner kennengelernt, und zwar hier zum Beispiel diese Teepötte, die ja wirklich sehr, sehr, sehr komisch aussehen. Aber die wir mittlerweile gut kaputt kriegen. Und ach du Heiland. Ja, am besten hier nicht reinlaufen, Kinder, ne? Sonst seid ihr am Ende auch noch richtig Matsch. So, hier ist ein Pilz. Hui! Und hier brav die Zähnchen einsammeln. Ich finde das Level-Design ja hier richtig geil. Also ich liebe diese Jump'n'Run-Einlagen. Die sind verdammt cool. Meiner Meinung nach. Das muss nicht jeder so sehen. Aber ich mach das gerne. Ah, okay, jetzt haben wir da. Ich würde sagen, wir stellen den hier drauf. Und dann machen wir einfach hier so. Gehen hier rein. Machen die Tür zu. Tschüss. So. Das haben wir doch hier geschickt eingefädelt. Und, ja. Oh, ich freue mich echt, dass das Kamerastativ da ist, immer noch. So. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Da hier, boah, ich will erstmal die Teekanne hier wegkriegen. Boah, sind hier viele Gegner. So. Die hätten wir erledigt. So, jetzt können wir auch hier mal den Rest kaputt hauen. Das war jetzt ein bisschen... Tut mir leid, dass ich da nicht so viel gesagt habe. Aber da musste ich mich einfach mal konzentrieren. So, jetzt haben wir ja hier nur noch einen Gegner. Das ist ja überhaupt kein Problem. Da kann ich auch ohne Umwege hier moderieren. Aber das war gerade mal echt hart gemein, ne? Hier so die Dinger, die runterfallen. Und dann noch so viele Gegner. Naja. Oh, da ist eine Brille. Die nehmen wir natürlich mit. Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs, Alice. Wir können viel von ihnen lernen. Lebendig oder tot. Na nett. Die Vorpal-Klinge verursacht bei Einzelzielen den schnellsten Schaden. Das stimmt. Oh Mann, hier, diese Level. Ich liebe es einfach. Ich liebe es so sehr. Hat schon Grund, warum ich das hier als Let's Play auswähle. Ich weiß auch schon, was ich als Folge-Let's Play mache. Also man muss sich ja immer dann für ein Projekt danach entscheiden. Und, wie gesagt, ich hatte ja früher schon mal einen Kanal. Da gab es ein Let's Play drauf, was mir mega Spaß gemacht hat. Was zwar alt ist, aber das Spiel war echt der Hammer. Derjenige, der meinen alten Kanal kennt, der, ich werde den Namen jetzt nicht sagen. Der schreibt mal in die Kommentare, was er denkt, was kommt. Zum Beispiel der gute Matthias oder der Flasti, die dürften das wissen. Die kennen doch meinen alten YouTube-Channel. So, und ich hier hin. Ah, Hilfe, immer dieser gleitende Verfall hier so. Einmal auf die 12, ne? Und die Zähnchen schon mit. Und die Wand in die Luft gesprengt. Ah, hier ist ein Hebel. Und einmal den Hebel ziehen. So. Jetzt haben wir da einen Luftstrom, auf dem könnten wir langgleiten. Hopsa. So. Und hier durch die Käfige. Ja, das ist schon teilweise echt derbe makaber. Und da oben ist ein Ziel, sehe ich gerade. Ah, okay, das mussten wir jetzt auch abschießen, sonst hätten wir gar nicht weiter. Sonst wären wir hier gar nicht weitergekommen. So, hier ist noch eine Erinnerung. Deck seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten.
Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Ja, das liegt aber nur daran, weil Mama und Papa sich um 9 Uhr so einen hinter die Binde gekippt haben, dass sie um 10 Uhr einfach so kaputt ins Bett fallen. Nee? Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Das ist aber nicht sehr nett hier. Ich will mich doch nicht fühlen wie ein Hummer im wallenden Kochtopf. Uah, okay. Da war ich etwas zu nah an der Wand dran. Dumm von mir. Shit happens. Wir schaffen das trotzdem, denke ich mal, ohne. So, jetzt aber. Alles klar, so, das haben wir gepackt. Und ich finde ja diese Hühnchen so makaber, die hier in dem Rad laufen. Oh Mann. Es ist schon echt ein verquertes Spiel. Nee. Einfach nee. So. Und da ist wieder ein Hebel und ein paar Kisten. So. Und hier noch, und hier noch, und hier noch ein bisschen gleitender Verfall. Und hier den Hebel einmal ziehen. So ist's recht. Ich bin schon brodeln. Flinker, meine feinfederigen Freunde, nicht nachlassen jetzt. Ach du Heiland. Ach du liebes Lottchen. So, wir müssen einmal hier hin. Die bewegen sich jetzt nicht mehr, aber dafür kommen wir jetzt hier in der Mitte durch. Und hier hoch. Ah, Mist. Mist. Ich weiß nicht, kennt einer von euch noch Bernd das Brot? Das habe ich früher mal geschaut. Sagt immer Mist. So, das hätten wir geschafft. Und hier warten jetzt mal eine Menge Gegner. Oh, keine Schraubellen. Ich hasse Schraubellen. Ich mag sie wirklich nicht. Oh, da ist sogar noch ein Nest. Das machen wir halt direkt. Oh, und so ein Teekessel, ey. Sie wollen es aber wissen hier, ne? Was ist das denn hier? Meine Güte, sind hier viele Gegner. So, komm, werf. Irgendwo noch so ein Schraubellennest. Irgendwo. Boah. This takes too much damage. Also ich muss mich gerade mal hier echt
konzentrieren und wir überschreiten heute mal ausnahmsweise die 10 Minuten. So. Und last but not least, jetzt aber. Oh, endlich. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen. Ach da. Also es waren hier 3 Nester. So ein großer Brocken. So, das hätten wir geschafft. Ich beende die Folge auch hier an der Stelle. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig das doch mit einem Daumen nach oben. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Und wenn du mehr von mir sehen willst, dann abonniere mich doch. Das würde mich auch sehr freuen. In dem Sinne, einfach nächstes Mal morgen wieder um 18 Uhr hier einschalten, wenn es heißt Let's Wahnsinn. Wir stürzen uns tiefer in den Wahnsinn und 10 Minuten Gaming mit Alice Madness Returns. In dem Sinne, macht's schön gut. Tschüss.